So Leute, Dienstag der 20. nach der Arbeit, wie immer. Und ich habe gerade Besuch da. Derjenige, welcher, wo gleich am Anfang geschrien hat, er möchte die Fenster holen. Er ist da und der darf euch jetzt, obwohl er nicht will, trotzdem mal schnell Hallo sagen. Hallo zusammen. Dein Name? Ich bin der Jürgen. Unter welchem Namen kommentierst du immer? Unter Jürgen und ja, Fisch. Jo. Auf alle Fälle freut mich, dass du das Zeug wirklich geholt hast. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Das hätte man würde voll in eine alte Wand verbasteln. Wunderbar. Also hat auch das noch einen weiteren Sinn, Zweck. Ja, wunderbar. Wunderbar. Danke. Ich sage auch Dankeschön für die Gut, also hat sich's auf alle Fälle gelohnt, dass ich die Fenster vorsichtig rausgemacht habe. Werden weiterverwertet. Der Rest von der Hütte ist entsorgt. Ja. Und ich werde jetzt nachher noch ein bisschen Mörtel bätschen. Jetzt haben wir uns ein bisschen verratscht. Egal, ein bisschen was mache ich trotzdem noch. Schatz hat heute fleißig weitergestrichen. Hier liegen die anderen Teile. Und ja, der Stapel ist auch fast komplett weg. Ja, schauen wir mal, ob sie morgen nochmal so fleißig ist. Und was ich jetzt mache, ich habe heute nochmal drei so Sackel geholt. Ja, und schauen wir mal, ob das jetzt für die Fläche noch ausreicht. Dann ist das Thema auch durch erledigt und fertig. Und ja, heute werde ich das nicht mehr schaffen. Habe ich mir hier Dübel und so Kabelklemmen, Kabelschellen geholt. Da werde ich dann gleich einmal vorarbeiten, die da hochziehen, darüber und dann auch ganz nah auf das LAN-Kabel und das werde ich dann da, ja, dann überlegen. Aber da habe ich ja jetzt noch bis Freitag Zeit, ein bisschen was zu machen. Vielleicht verlege ich dann das LAN-Kabel gleich komplett bis hierher. Ich weiß es noch nicht. Wie immer halt. Aber irgendwas denke ich doch, mache ich jetzt jeden Tag. Ne, Stillstand kann ich mir nicht leisten. Also Leute, ich hole mir jetzt die Mörtelmischmaschine, tu mir die Pampe anrühren, tu das Loch hier auskleistern, ja, und dann zeige ich euch das nochmal. Tja, blöd. Echt blöd. Ein Sackel mehr, beziehungsweise vielleicht auch zwei Sackel, dann hätte ich das Eck noch komplett zugekriegt und da hinten hätte ich die Steine auch noch auffüllen können. Naja, ich fahre heute bestimmt, oh Mann, die rasen wieder. Ich fahre heute bestimmt nicht mehr. Die hätten zwar, glaube ich, bis 8 Uhr offen, kurz nach 7 Uhr Hammer, aber keine Lust mehr. Fahre ich morgen nach der Arbeit nochmal vorbei, hole ich nochmal zwei Sackel und ja, werde es morgen dann fertig bätschen. Egal. Da drüben ist auch alles gestückelt und gefleckt. Ist doch egal. Ist doch bloß Abstellfläche. Ist mir wurscht. Ja, genau. Hole ich jetzt noch die Bohrmaschine raus? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, Leute, dann war es das heute schon wieder. Also heute mit Grillkotermäßig eigentlich nur die Holzstreicharbeiten von meinem Schatz weitergegangen. Sonst halt hier die Abstellfläche. Aber morgen, ja, morgen betoniere ich das fertig mit dem Betonestrich und fange dann an, die Halter fürs Kabel zu setzen. Einmal ringsrum, ich glaube, das sollte ich morgen schaffen. Naja, bei dem Regenwetter vergeht einem sowieso alles, auch wenn ich unter Dach bin. Was rede ich lang? Halt mal das Video etwas kürzer. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen was weitergegangen. Wir sehen uns. Und sind ja auch noch eine Million Kleinigkeiten zum Vorbereiten. Ich gehe jetzt dann mal rein und schaue, wie ich das Kabel durchziehen kann, das LAN-Kabel. Also dann, weg bin ich.